Kullmann, der Sam meldet sich zurück und diesen Speicherstand habe ich mir ausgesucht, um das Ganze in bessere Bahnen zu lenken. Mal sehen, ob mir das gelingt. Da fällt schon wieder alles auseinander. Ja, wir sehen hier unten, GDI lebt noch und so. Ich will mich ein bisschen zurückziehen eigentlich. Mal gucken, ob ich es schaffe. Und mit denen hier dann da Tiberium erschließen. Wir brauchen einen... Ist ja das der richtige? Ja, Vorposten. Hier heißt er halt Botschafter. Schnappe ich mir dieses Tiberium. Für das da unten habe ich gerade nicht genug Truppen, denn ich brauche die ja hier zur Verteidigung. Wie man sieht, ganz klar, habe ich keine Saboteure gebaut. Nicht zu diesem Zeitpunkt scheinbar. Ich sollte mir aber ein paar bauen, denn die sind dann wesentlich billiger, 500. Also hier 2200, ne? Für den Avatar-Bot. So, wo ist denn jetzt der Bauhof? Denn da kam er raus. Hier. Zack, erstmal hier in Sicherheit stellen. Ich hoffe mal, hier werde ich nicht irgendwie belästigt. Dann brauche ich definitiv eine Raffinerie. Ich hätte vielleicht gar nicht so viele gebraucht hier. Die hätte ich zur Verteidigung der Basis eventuell brauchen können. Naja, mal sehen, ob die dann irgendwann von hier kommen, auch die GDIler. Alalalalala. Vielleicht hätte ich doch nicht so weit zurückgehen sollen. Schnell, macht sie kalt. Ey, die Saboteure werden auch ausgewählt. Also werden leider nur die Sammler ausgeschlossen, wenn man einfach ein Rechteck zieht. So, das ist noch viel zu früh. Wo ist mein Vorposten? Da fährt er entlang. Zack, da musst du hin. Das Traurige ist ja... Ah, dass ich hier kaputt gehe. Nein, wollte sagen. Was ganz anderes. Wenn die Verbündeten, in Anführungszeichen, kommen, die dann meine Feinde werden, dann wird meine Basis da oben links, oder was das auch sein wird, irgendwie mal platt gewälzt. Einfach so aus dem Nichts. Weil denen ihre Basis ja auch aus dem Nichts wächst, was total unsinnig ist eigentlich. Alter Falter. Die halten viel aus. Das ist cool. Seht ihr, wie viel Strahlen ihr bekommen und dann immer noch überleben. Irgendeiner hier ist mega geil, super entbefördert. Wir kennen ihn gerade nicht. Der mit dem weißen Strahl. Oder das war der, der eine Strahlenkanone eingesaugt hat, aufgerüstet hat. Zurück. Da ist er. Gut, ja. Das hier kann ich eigentlich löschen. Das war ja nur die erste, der Prolog. Dann nennen wir es hier jetzt Sam 9. Gerade das wollte ich ja vermeiden, so viele Dinge. Aber eigentlich ist es das, ne? Machen wir es erstmal so. Dann will ich die jetzt eigentlich jetzt zurückziehen, denn die brauche ich hier zur Verteidigung. Dringend, denn die kommen da hier echt verstärkt. Die sollen nur nicht die Basis hier irgendwie anrühren. Hoffentlich lassen die mich hier oben dann in Ruhe sammeln. Ah, scheinbar bin ich gar nicht der gewesen mit dem geilen Strahl. Es sind hier diese, wie heißen sie? Zone-Trooper. Die sind echt geile Einheit, muss man ja sagen. Bisschen überpowered. Ich brauche hier... Oh, shit. Das hat also nichts damit zu tun, wann ich GDI angreife. Oh, seht euch an, meine ganzen Einheiten sind weg. Sammler wird angegriffen. Kacke. Dann kann ich diesen Versuch jetzt vergessen. Ey, wie scheiße ist das? So kann ich das ja nicht machen. Was machen die denn? Stützpunkte errichten? Ey, das wird so nichts. Ach, Mann. Und die GDI, die restlichen Verbliebenen, die gehen sich jetzt hier irgendwie sammeln, ne? Ey, wie dumm ist das? Ich weiß gar nicht, ob ich sie überhaupt versuchen will. Eigentlich sollte ich neu laden. Die bauen sich hier auf. Wie weit kann ich zurückgehen? Was ist 9-1? Ich glaube, da habe ich gerade den Stützpunkt wieder zurückerobert. Sarajevo. Den Prime-Tempel erreicht. Dann passt das doch. Und schon ein bisschen weiter. Ich brauche auf jeden Fall hier mehr Verteidigung.
Ich weiß nicht. Unsicher. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal. Ach Mist, ich kann jetzt keinen Botschafter bauen. Ah! Warum? Warum muss der aus dem Bau aufkommen? Warum kann der nicht jedes andere Fahrzeug aus der Waffenfabrik kommen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Zack, ich brauche auf jeden Fall nur hier unten für die GDI. Erst später kommen ja dann auch von da oben. Soll ich die jetzt schon mal hier hinschicken vielleicht? Ich glaube, ich brauche da eh keine Einheit. Die kommen mir eh nie von da. Und die kann ich auch hier hochschicken, denn da kommt auch erstmal nichts. Schön reparieren. Ich möchte die diesmal gerne behalten. So, diesmal sparen wir schnell einen Botschafter. Raffinerie auch schon. Und dann noch ein paar Avatare. Auf diese Einheiten kann ich ja eher verzichten als dann auf so eine Avatar-Armee wie vorher. Ist noch ziemlich früh in der Mission, also es sollte noch machbar sein, jetzt irgendwie dann besser dazustehen. Aber es ist kacke, dass dann meine Raffinerien alles zerstört wird. Das ist richtig kacke. Ich könnte auch mit meinem Sammler mal hierher fahren, aber das ist so weit. Viel zu weit. So. Fangen wir an. Schön hier hin. Hier oben. Kann ich ihn irgendwo hinbauen, vielleicht wo die nicht hinkommen? Glaube nicht. Die tun die ganze Karte abgrasen da unten. Feindliche Einheiten in Sicht. Oh nein. Oh nein. Solange die Juggernauts noch nicht kommen, ist alles in Ordnung. Und ich suche einen Trooper. Das hier ist noch recht angenehm. Das ändert sich aber leider. So, ich brauche mehr Obelisken. Definitiv. Obelisken des Lichts. Ja, wo bleibst du denn? Warum, wer hat denn dir hier nur 5 PS gegeben? Alter. Kommt mal mehr zurück. Stellen wir sie mal auf Stellung halten. Irgendwie nicht so ganz klug, wenn die so weit schießen können. Konsequent aktiv. Ich warte. Einheit wird angegriffen. Zivilgebäude. Initialisiert. Ist er jetzt endlich da? Immer noch nicht. Alter, die Zeit drängt. Wir sterben hier noch. Hast du doch gesehen, bevor ich geladen habe, wie das dann ausging. Ja, wenn die mal einen größeren Radius hätte, diese Waffenfabrik. Man die nicht immer selber hinschicken müsste. Ja, schön. Da wächst es aus dem Boden. Oh, Wahnsinn, Esther. Komm, lass mich aufbauen. Mensch, jetzt müsste er sich schon wieder irgendwie Zeit lassen. Oh, was willst du denn da in der Schusslinie? Bist du verrückt? Du siehst das Leuchten, ja, das Licht am Ende des Tunnels. Wenn du so weitermachst. Ich habe noch gar keine Raffinerie gebaut hier unten, kann es sein? Dann kann ich hier auch noch eine bauen. Schlimm, dass ich das gar nicht gemerkt habe eben. Und ich habe erst einen Sammler. Ernsthaft? Kein Wunder, dass ich unzureichende Mittel habe. Bleib doch da unten, Mensch. Du Schisshase, du willst nur flüchten, gib's zu. Feindliche Einheiten in Sicht. Sieht aus, als würde er schleichen manchmal. So ein bisschen geduckt. Kommt doch immer mit solchen Panzer, das ist alles okay. Ich muss alles erstmal stoppen gerade. Weil ich Sammler brauche. Das sind Angriffe, die sind gefährlich, aber trotzdem. Ah, das wird eng. Ich dachte, das wird nicht so eng. Die wollen dann Jetter meine Obelisken zerstören. Ey, nee. Alter, Alter. Ich darf mich nicht nur so viel auf meine Obelisken verlassen. Ich musste echt aktiv gleich mithelfen. Sonst passiert sowas, dass ich sie eben verliere. Ups, das wollte ich nicht. Ich habe mich gerade erschrocken. Zum Glück habe ich sie nicht verkauft.
Online. Langsam kann ich die mal bauen. Da habe ich nämlich auch automatisch noch einen Sammler. Bau abgeschlossen. So, und wehe, die wird vernichtet später. Der kann ruhig sterben, den brauche ich nicht mehr. Hier baue ich eh nichts weiter hin. Und ich hoffe mal, die GDI kommt mir da nicht in die Quere. Machen wir einfach hier drauf. Das war eh nicht mehr zu irgendwas zu gebrauchen. Gehe ich wieder zurück. Der wird da schon zurechtkommen. Bis dann halt der Feind kommt. Die Brüder in Anführungszeichen. Dann ist er dann doch weg. Er kann sich ja nicht hier verteidigen alleine. Habe ich jetzt genug Sammler? Drei hier unten. Ich würde sagen, einer kann dein. Nein! Nein, jetzt kommen sie doch da. Wieso wissen die das? Genau aus diesem Grunde speichert man. Ich hoffe nur, die Verteidigung, die ich mitgebracht habe, reicht da aus. Oh oh, es könnte eng werden. Okay, ihr müsst da bleiben. Wieso ist der so rot? Es könnte schwer werden gegen Raketentypen. Jetzt wird geerntet. Brechen wir auf. Ich muss da bleiben. Einheiten in Sicht. Da kommen sie auch schon. Da. Mist, Mist, Mist. Lenkt mal das Feuer auf euch, dann kann der Feuertyp sie alle platt machen. Haha. So, na, wie gefällt euch das? Egal, das war's wert. Das lief doch halbwegs gut. Ach, nicht laden. Zurück. Ich wollte speichern. Genau hier nochmal. Hoffentlich kommen sie jetzt nicht nochmal, dann kann ich ja vielleicht doch zurück jetzt. Wie immer alles hier auseinanderfällt. Voll der Bug. Auf jeden Fall sollte ich jetzt eigentlich genug Tiberium haben. Die Sache ist ja, dass es nicht daran liegt, wie weit ich in die Basis von GDI eindringe und wie weit ich sie vernichte. Vielleicht ist die Mission ja geschafft, wenn ich vor der Zeit alles hier schaffe. Das wäre cool. Ich glaube aber nicht. Da würde ich die Sache nur vorziehen. Beschleunigen. Das wollen wir ja nicht. Sammler wird angegriffen. Nein! Wo ist meine Verteidigung? Ich habe die ja weggeschickt. Na gut, es hätte nicht mehr gereicht. Ich sehe schon. Silos benötigt. Da. Oh, fuck, Silos. Jetzt haben wir ein Problem. Was mache ich jetzt? Ich muss da Verstärkung hinschicken. Wie viel ist die Frage? Wie viel kann ich mir leisten? Genau, die bleiben jetzt da stehen. Und ihr kommt dahin. Wie lautet der Plan? Kein Wunder, die haben ja keine Chance. Oh fuck, da sind sie schon. Warum kommen die denn so schnell jetzt? Gehen die vielleicht jetzt rechts rum? Das wäre cool. Ah, natürlich nicht. Da kommen ein paar Schnelle, die können schon mal ein bisschen Feuer auf sich lenken, ob der Sammler überlebt. Einheit befördert. Tut was, Leute. Einfach was tun. Da kommen meine Geheimwaffen. Und die langsamen. Wir sind unbesiegbar. Ja, das sieht schlecht aus. Na, wie gefällt euch das? Wie fühlt sich das an, hm? Eieiei, Silos. Jetzt kommt er mit Silos. Kommt nicht in Frage. Was könnte man noch so bauen? Ganz viele davon. Ein paar davon. Vielleicht habe ich wieder kein Geld, ich weiß. Du bist hier zu nichts zu gebrauchen. Zurück. Was macht ihr denn da? Hallo! Wollt ihr mich unglücklich machen? Ich habe bestimmt sonst wie viel kein Geld jetzt bekommen. Zack. Zack. Meine Fresse. Waffen initialisiert. Ja, bau mal schneller. Schwarze Hand einsatzbereit. Reicht die Verteidigung hier bitte?
Oh, das kommen sie da mit Juggernauts. Deswegen kriege ich jetzt auch zentral keine Angriffe mehr. Die kommen jetzt nur hier scheinbar. Na, wenn euch das besser gefällt. Ich kann mich anpassen. Dann machen wir mal hier. Sie haben 9, 2, 3. Stimmt zwar nicht mehr, es ist eine andere Timeline, aber egal. Oh fuck, da kommen sie mit Mammuts. Ah! Ja, da! Schnell! Ich bin im Bedrängnis! Aber ganz kräftig! Hilfe! Was wollen sie denn jetzt hier? Die wollen mir nicht gestatten, dass ich mir dieses Tiberium schnappe. Ich hatte eigentlich gedacht, die lassen mich da einfach in Ruhe. Ich hatte es gehofft. Immerhin, ein bisschen habe ich aufgeräumt. Ich habe schon Schlimmeres befürchtet, aber trotzdem werde ich verlieren, wenn die Verstärkung nicht gleich kommt. Und die ist gar nicht mal so groß. Oh, da steht schon ein bisschen Besseres rum. Zack. Schauen wir das auch noch dahin. Ja, die halten wacker. Die sind halt immer so robust. Das ist richtig schön. Da muss ich ein paar Saboteure entschicken eigentlich. Eigentlich, ne? Aber keine Zeit. Gleich kommt Killian. Ich warte. Jetzt sind sie dran. Du auch. Es sollte eigentlich reichen. Die Avatare. Jetzt frage ich mich ja, ob die jetzt nur noch hier hochgehen oder ob sie auch mal wieder mittig kommen. Aus der Luft, ja, aber klar. Was anderes kommt hier nicht mehr von denen. Wenn sie mal alle auf 1 gehen würden, dann würden sie es auch mal was irgendwie wegkriegen. Was zerstören, das wollte ich sagen. Aber so kann ich immer wieder reparieren. Rein theoretisch, ich habe auch kein Geld. Gleich ist es aber vorbei mit den Infanteristen. Ich weiß ja nicht, ob sich es so lohnt, so viele zu bauen. Einfach mal ausprobieren. Und gerade die hier, die waren total für die Katze wahrscheinlich. Weil die ja gleich weggebombt werden. Aber ich war gerade so in Panik. Ja, da könnte ich echt ein paar 1, 2, 3, 4 Juggernauts will ich nicht. 4 Saboteure hinschicken. Befehl erhalten. Schwarze Hand Einsatz. Ja, ich brauche langsam auch Raketenbots. Oh, komm, ich breche jetzt ab. Abgebrochen. Denn die kommen ja auch aus der Luft. Das ist immer verstärkter. Kann die eigentlich direkt hier unten sammeln. Da oben sind sie zu nichts zu gebrauchen. Warum kommen die Avatare eigentlich jetzt da oben raus? Das hier ist primär. Da habe ich den falschen gebaut. Ah, ich habe in zwei. Oh, das ist mehr geschätzt. Das ist ein Idiot. Das erklärt so manches, was mir gar nicht aufgefallen ist. Wieso habe ich denn hier welche gebaut? Wir haben die Raketen. Jetzt ist hier aber ganz schön Bewegung drin. Haben die jetzt ihre Ruhe? Die kommen gar nicht mehr. Jetzt kann ich mich also in Ruhe vorbereiten auf Killian, die aber auch jeden Moment kommt. Ich habe Angst. So, 2 Sammler. 2 Sammler. 3 Sammler. Und dann hier noch. Einer könnte eigentlich hier hin. Ja, wo sind sie in Sicht? Ah, schon wieder. Wir haben die Raketen. Aber langsam habe ich hier auch ein bisschen Verteidigung. Normalerweise sind hier noch Luftabwehr, hier überall alles voll. Reparatur läuft. Wir haben die Raketen. Ja, dann zeigt sie mal die Raketen. Die Bruderschaft vertraut. Oh, du darfst den einnehmen. Die Bruderschaft vertraut. Und du darfst den nächsten einnehmen. Wen habe ich jetzt genommen? Schick den erstmal dahin. Die Bruderschaft vertraut mir. Du darfst den einnehmen. Es hat auch mal uns gehört. Die Bruderschaft vertraut mir. Bis es geschossen wurde.
Tiberium-Belastung gemessen. Ach, am Arsch. Mir doch egal. Den sieht keiner mehr, sobald er im Avatar-Bot drin ist. Soll ich noch eins bauen? Lohnt sich das? Ich glaube, 3 ist erstmal genug. Ja, Raketenbots, jetzt zeigt was. Mindestens einen müssen wir mal wegkriegen. Dankeschön. Ich finde es immer noch witzig, wie ich so den Funkverkehr von denen manchmal abhören kann. Waffen initialisiert. So, wo sind sie denn? Schießt auf alles, was sich bewegt. Ja, das ist okay. Aber jetzt baue ich erstmal nur Avatare noch. Initialisiert. Immer schön speichern. Jeden Moment kann es soweit sein. Jeden Moment. Jeden Moment kommt der Schock. Ich weiß nicht, ob es irgendwie echt zeitlich vordefiniert ist oder ob es an irgendeinem Punkt liegt, dann, wenn ich vorpresche. Ich habe keine Ahnung. Es wäre schön, wenn irgendwie ein Timer liefe dafür. So muss man sich halt auf sein Gefühl verlassen, ob es noch reicht oder einfach hoffen und bangen. Aber 3 Tiberiumfelder, 3 Raffinerien. Sieht doch ganz ordentlich aus. Och nö. Ausgerechnet jetzt, wo ich meine Saboteure hinschicke. Oh fuck, jetzt sind meine Saboteure im Arsch. Sag ich doch. Und der kann auch Avatar-Bots. Oh kacke, jetzt ist es soweit. Tschüss, du komischer Kommando-Bot. Du bist jetzt auch tot. Kleiner Trost. Wie die Verstärkung kriegen. Avatar bereit. Ja, meine Saboteure waren für den Arsch. Jetzt, wenn die noch leben, könnten sie doch mal hier hochgehen und die dann angreifen. Nicht zu mir kommen. Bitte. Oder sterbt einfach, ja. So geht's natürlich auch. Was machen die denn? Stützpunkte errichten?